Da kann man sich eigentlich disqualifizieren für die Liebe Gottes. Theresa, hast du da mal deine Gedanken dazu sagen? Ja, ich kann das voll, ich glaube, ich kann es von zwei Seiten irgendwie nachvollziehen. Einerseits so in unserem Leben, auch in unserer Gesellschaft, immer überall, wo du hin musst, das ist jetzt in der Schule oder auf der Uni oder in der Arbeit, überall, du musst dich qualifizieren und dann musst du dich quasi auch unter Beweis stellen, irgendwie zeigen, ja, dass du, weiß nicht, dass du erfolgreich oder irgendwie kompetent auch bist, das zu machen, was du machst oder was du machen willst. Und auch in Beziehungen erleben wir es ja auch so, also man macht sich total irgendwie verletzlich, wenn man jemanden gern hat und dass auch schnell die Gedanken irgendwie kommen, ja, bin ich genug oder bin ich noch genug, bin ich interessant genug, unterstütze ich meine Partner genug, also es ist viel von diesen Fragen. Genau, und andererseits kenne ich es auch so irgendwie, also selbst als Christ, vor allem jetzt so für Leute wie mich, die irgendwie voll damit aufgewachsen sind, weil wir quasi immer schon mitbekommen haben, eben wie wir leben sollen, was Gottes Vorstellungen, auch was seine Standards sind und so. Also ich kenne das voll, dieses Gefühl, dass man eigentlich immer schon weiß, wie man sein sollte und wie man handeln sollte und wie man denken sollte. Und man soll es eigentlich schon längst besser wissen, weil jetzt bin ich schon 25 Jahre Christin. Und so, also da kenne ich auch voll dieses Gefühl. Und ja, da ermutigt es mich auch mal wieder auf Jesus zu schauen und vor allem auf sein Leben, einfach wie er Leuten begegnet ist. Wenn teilweise Leute Leute, die im Beruf nicht gut gemacht haben, zum Beispiel die Zöllner, die immer Geld auf die Seite geschafft haben und total unbeliebt waren oder auch irgendwie kranke Leute, schwache Leute, die vielleicht gerade nicht so leisten konnten, eben weil sie einfach beeinträchtigt waren, weil sie blind sind oder sonst irgendwie krank. Und in der Gesellschaft damals vor allem, eben du bist total nutzlos, wenn du nicht für deinen Lebensunterhalt aufkommen kannst. Und Gott begegnet in Jesus allen diesen Leuten und geht so, ohne irgendwie zu zögern, auf sie zu und ist bei ihnen und hört ihnen zu und genießt einfach auch irgendwie in ihrer Gegenwart zu sein. Also der war eben bei den Zöllnern so zu Hause zum Abendessen und weiß nicht, Wein trinken und chillen und hat es genossen, irgendwie einfach Zeit zu verbringen mit denen. Also ich finde, das sieht man so schön, irgendwie wie Gottes Herzenshaltung ist, auch uns gegenüber. Und natürlich, ich denke, wenn wir Gott kennenlernen, dann wächst in uns auch irgendwie die Sehnsucht in manchen Dingen, dass wir wachsen wollen, dass wir weiterkommen wollen. Und letztendlich geht es ja für uns auch darum, wir wollen ihm ähnlich werden, so wie er gut ist und so wie er gerecht ist. So wollen wir das auch werden. Aber das ist ein Weg, glaube ich, auf den Jesus mit uns gehen will. Und vielleicht haben wir manchmal auch ein bisschen die Erwartung, jetzt hatte ich ein so ein Erlebnis, jetzt ist mir Gott irgendwo Unterkämmer oder ich habe Gott kennengelernt oder ich habe irgendwie so ja, ein Erlebnis oder Bekehrung, wie es manche vielleicht sagen würden, und man hat so die Erwartung und jetzt so ist mit einem Schnipser, es wird alles anders und jetzt bin ich anders und alles ist erneuert schon und alles ist alles ist besser und unterschätzt man vielleicht manchmal, das ist auch gerade irgendwie ja, zu wachsen, Charakter zu bauen, das ist immer ein Prozess, wie bei der Pflanze vielleicht, könnte man auch sagen. Und das darf es auch sein. Also es ist voll okay, wenn wir nicht in der Woche nach unserem Gotteserlebnis schon super coole Menschen sind in jeder Situation, denke ich. Darf ich aus einem Film erzählen, Maxi? Natürlich. Das hat mich jetzt gerade erinnert, weil du hast gesagt hast, man hört immer dieses Gott liebt dich, aber eben das Verhalten halt irgendwie, was bedeutet das überhaupt? Und da gibt es einen Film, ich weiß nicht, wer den von euch kennt, ist zumindest empfehlenswert anzuschauen, der heißt Lady Bird. Das war der erfolgreichste Film bei Rotten Tomatoes, dieser Bewertung von Filmen, also der Film mit der längsten 100% Bewertung. Der ist ganz interessant, das ist so ein Coming-of-Age-Film, also da geht es darum, dass ein Teenager-Mädel versucht herauszufinden, wer sie ist und da versucht quasi erwachsen zu werden im Film. Ein ganz interessant gemachter Film. Und da gibt es eine Szene, die hat mich extrem berührt in dem Film. Also da ist diese Mutter in dem Film und diese Mutter liebt ihre Tochter wirklich. Und
ist aber sehr, sage ich einmal, im Englischen sagt man overbearing, also es ist so ein bisschen so eine ja, Helikoptermutter, die halt alles kontrolliert, weil sie halt ihre Tochter so gerne hat und das passt nicht und das passt nicht und dann geht sie mit ihrer Mutter ein Kleid anprobieren für den Abschlussball, also spielt in Amerika der Film und die Mutter sagt halt, ja, aber das Kleid passt nicht und das passt auch nicht, vielleicht wenn du das machst, dann wird das ein bisschen besser ausschauen und so. Und die Tochter, sie haben halt so eine Streit zwischen Mutter und Tochter und die Tochter verliert die Geduld. Und dann sagt die Mutter halt zu ihr, ja, aber ich liebe dich doch. Ich sag das doch nur, weil ich dich liebe. Und dann kommt die Tochter raus aus der Umkleidekabine und sagt, ja, okay, gut, aber magst du mich auch? So wie ich bin, magst du mich auch? Und ich finde, das ist ein Gedanke, der oft unter den Tisch fällt. Ja, ja, Gott liebt uns. Das muss er wahrscheinlich tun, weil er liebt alle Menschen. Das ist halt sein Job als Gott, so generell Liebe halt. Aber es ist halt bedeutungslos. Es muss halt, er kann halt nicht anders. Aber was wir begreifen müssen, ist, Gott mag uns. Er hat uns erschaffen. Er mag uns so, wie wir sind. Und ich glaube, wenn wir das erfassen, dass er Gott uns wirklich mag, er hat uns so gemacht, wie wir sind, dann bekommen diese Worte, Gott liebt uns, auf einmal eine wirklich sinnvolle Bedeutung. Wir hoffen, diese Antwort hat dir weitergeholfen. Hinterlass uns doch deine Gedanken dazu in den Kommentaren. Wenn du das vollständige Video ansehen möchtest, findest du den Link in der Beschreibungsbox. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann like dieses Video doch und abonniere diesen Kanal, damit auch andere diese Inhalte finden können. Schick uns gerne auch deine persönlichen Fragen per Instagram. Wir freuen uns, mit dir ins Gespräch zu kommen. Profundum ist Teil von Campus für Christus, ein spendenfinanziertes Projekt, das sich mit dem christlichen Glauben und seiner Tiefe, Höhe und Weite auseinandersetzt. Wenn du Videos wie diese und die Arbeit von Profundum möglich machen möchtest, dann findest du unten in der Beschreibungsbox die Details dazu. Bis zum nächsten Mal.